Meine Damen und Herren, wer mich kennt, kann es ein bisschen hören, dass die China-Reise und das anschließende Wochenende in Jerusalem und Tel Aviv mich doch stärker beansprucht haben. Der Wechsel zwischen Klimaanlage und feuchter Außenluft. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Manchmal hat selbst so ein bergischer Reformierter wie ich ein richtiges katholisches Wochenende. Da habe ich heute Vormittag in meiner Bonner Residenz den Großmeister und die Leitungsgremien empfangen. Jetzt bin ich hier. Ich verlasse sie früh, damit ich pünktlich beim Maximilian Kolbe Werk in Berlin bin mit Kardinal Lehmann. Und den verabschiede ich dann, weil ich ja morgen früh in Bamberg bei der Görres-Gesellschaft sein soll. Also, da ist evangelisch bleiben richtig was Tapferes. Aber jetzt füge ich hinzu, es gibt noch eine Behinderung. Denn es gibt so eine ungeschriebene Regel im Bundespräsidialamt: Wichtige Organisationen werden in den 5 Dienstjahren des Bundespräsidenten einmal besucht. Und ich war schon bei den Maltesern. Am 21. Juni 2000 zur Johannisfeier, das war dann mit den Johannitern. Und da habe ich dann gesagt, da ich da auch Namenstag hatte, rechnen wir das nicht. Jetzt kommt das dritte Problem. 900 Jahre gibt es den Orden. Eine würdige, eine Weltzeit. Was macht man da mit 50 Jahren Hilfsdienst? Aber, sage ich Ihnen, 50 Jahre Malteser Hilfsdienst in Deutschland, das ist 50 Jahre lang Minderung von Leid, Abwehr von Gefahr, Rettung von Menschen, Zuwendung zum anderen. Und in dieser Gesellschaft, in der man manchmal glaubt, das eigentliche Symbol sei der Ellenbogen und nicht die ausgestreckte Hand, in dieser Zeit ist nichts so wichtig wie die Zuwendung zum anderen, der Trost im Leid, die Hilfe bei Gefahr, dass dem anderen ein Du werden. Und wer könnte das besser als evangelische oder katholische Christen? Die sind nicht besser als die anderen, die haben es besser als die anderen. Weil sie ihr Leben nicht sich selber verdanken und das Wissen. Und weil die Weitergabe dieses Wissens unsere Welt wärmer macht, als sie ist. Unsere Welt wohnlicher macht, als sie ist. Und weil sie unsere Blicke schärft dafür, dass längst nicht alles in Ordnung ist. Auch nicht in den Wohlstands- und Wohlfahrtsländern, zu denen wir gehören. Lassen sich die Zahlen mal sagen von Kindern, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Und zwar nicht in Manila, nicht in Buenos Aires, sondern in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt. Lassen sich die Zahlen mal sagen von Menschen, die
Gefährdungen durch bisher unheilbare Krankheiten durchzustehen haben. Und gehen Sie einmal den Statistiken nach, die Ihnen sagen, wie viele Menschen allein sterben und abgeschoben sind, wenn sie die letzte Stunde ihres Lebens durchzustehen haben. Nein, wir sind kein unbarmherziges Volk, wir sind keine Gesellschaft von lauter Karrieristen. 22 Millionen von den 82, die wir sind in Deutschland, tun irgendetwas Ehrenamtliches. Im Roten Kreuz, bei Malteser, bei Johannitern, in Kirchenchören, bei der Feuerwehr. Es gibt sehr, sehr viel Bereitschaft zum ehrenamtlichen Tun. Aber es ist noch Platz auf der nach oben offenen, Sie wissen, nicht Richter, sondern Bruder und Schwester. Da gehören wir hin. Da müssen wir, die Skala müssen wir verändern, damit diese Gesellschaft bei allem Wohlstand nicht erfriert. Und damit wir eine junge Generation bekommen, die nicht nur von allem den Preis kennt, sondern vom Wichtigsten den Wert. Und deshalb glaube ich, sind Malteser, sind Johanniter, sind viele andere, auch mit anderen Glaubensüberzeugungen, unersetzlich und dürfen sich nicht verstecken. Und ein Jubiläum wie das Ihre ist das Gegenteil von verstecken, ist sich aufstellen, sich darstellen. Hoffentlich nicht sich groß machen, sondern sich zu erkennen geben. Und da meine ich, das ist richtig, wenn der Bundespräsident in 5 Jahren auch ein zweites Mal komme und sage, was im Alten Testament steht und was ich leider nur, selbst die Kölner werden es nicht übel nehmen, in der Lutherfassung zitieren kann. Der war ja früher auch katholisch. Seid getrost, tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn.